Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. 3 Wochen nicht gespielt, jetzt geht's weiter. Das kann ja nur super werden. Ich gebe mir selbst so ein bisschen so eine Gnadenfrist von ein paar Folgen. Da müsste das eigentlich wieder laufen. Und ja, wir machen weiter dann mit Random und gucken mal, wie es läuft. Ich hatte mir auch schon so überlegt, irgendwann wäre das auch mal interessant, hier so ein bisschen bei den Zinder, mit den Zindern hier rumzuspielen. Und das gibt es ja auch noch eine ganze Menge zum Freischalten. Müssten wir halt noch mal gucken. Aber für den Moment würde ich das erstmal noch lassen. Man kann davon, glaube ich, auch... Ja, genau. Man kann direkt hier... Das fehlt mir noch. Nee, Moment. Wir machen das erstmal so, ganz normal. Ja, hatte ich das jetzt schon gesagt? Voraussichtlich dann um 18 Uhr täglich. Wenn nicht, werde ich das so ein bisschen mit den anderen Projekten rotieren. Das heißt, also der Plan ist, der allgemeine Plan ist 16 Uhr Striving for Light, 17 Uhr Patch Quest und 18 Uhr Tiny Rogues. Wenn das mal nichts wird, dann... werde ich halt von Tag zu Tag so ein bisschen rotieren, dann mal nur 2 Videos machen und vom anderen Projekt dann am nächsten Tag wieder. Müssen wir mal schauen. Gut, das ist aber jetzt nur alles nebenbei. Gucken wir mal, was wir kriegen und vor allem, wie lange das dauert. Ein Krieger, immerhin Krieger. Gut, und da passt das ja auch, dass ich dann direkt den Ring mitnehme. Ist halt Stärke. Stärke ist halt Nahkampf. Nahkampf ist halt... ich weiß nicht. Ja, genau. Wir nehmen den Ring. Dann haben wir nochmal 6% Attack Speed mehr. Und ohne große Umschweife. Sind ja erst 2 Minuten vorbei, bis was passiert. Okay, das ist auf jeden Fall neu. Gut, wir könnten hier schon direkt Dex... ja, ja, nein. Das sind ja, da haben sich jetzt noch ein paar Sachen geändert. Okay, das stellt auch ein Herz wieder her, wenn das quasi aktiviert ist. Bleibe ich jetzt erstmal hierbei? Ich glaube, ja gut, wir bleiben erstmal dabei. Ich kann das immer noch wechseln. Und ich würde auch sagen, Dex brauchen wir sowieso. Dann starten wir auch mit Dex. Im Nahkampf hier direkt am Anfang ein bisschen mehr Schaden machen. Kann ja auch nicht so verkehrt sein. Int brauche ich aber auf keinen Fall. Und würde ich direkt auch sagen, nee, dann nehme ich lieber ein bisschen Gold. Das wird irgendwie... okay, ich sage schon wieder, Int wird es auf keinen Fall. Und gleich kriege ich wieder irgendwie 20... ja, genau. Schon wieder Int. Ich nehme trotzdem die Kiste. Ich will kein Int. Schlüssel. Ja, das ist schon mal ganz okay. Da kriegen wir Stärke, das ist auch schon wesentlich besser. Aber so wie ich mich kenne, kriege ich noch sehr viel mehr Int. Bomben brauchen wir auf jeden Fall auch. Oh, hallo, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. So, mehr Bomben oder ein Schlüssel. Ich nehme jetzt erstmal noch hier so einen Schlüssel. Ich brauche auf jeden Fall wieder 3 Bomben, die ich übrig haben muss. Da gibt es Decks, dafür müsste ich dann allerdings... ja, komm, machen wir das so. Möglichst schnell 10 Decks kriegen ist halt, glaube ich, nicht so verkehrt. Selbst wenn wir dann vielleicht auch Stärke gehen, aber müssen wir sowieso mal gucken. Crit-Hit-Chance. Okay, Brawler ist jetzt nicht unbedingt sowas für einen Endboss. Das Problem ist, wenn ich jetzt Crit-Hit nehme, dann müsste ich im Prinzip auch irgendwas nehmen. Dann müsste ich Lethality im Prinzip auch nehmen. Ich würde das jetzt erstmal nicht neu auswürfeln wollen, glaube ich. Ich würde mal sagen, wir... ja, Brawler ist halt... ist halt generell ganz nett, um vorwärts zu kommen. Gut, am Ende könnte ich dann theoretisch auch Brawler nochmal austauschen. So könnte ich das halt auch machen. Ich... ja, komm, ich nehme jetzt nicht Crit. Ich nehme jetzt Brawler. Dann ist das aber schon quasi reserviert, dass ich das dann austauschen will. Aber 45% mehr Schaden bei mehreren Gegnern ist das natürlich schon... das ist natürlich schon nett. Hilft mir jetzt so bei Bossen erstmal nicht so viel. Random Melee Weapon.
Offhand-Item haben wir halt auch noch nicht, aber ich hätte trotzdem gern schon irgendwie eine andere. Ich konzentriere mich erstmal auf die Waffe, dass wir irgendwas Vernünftiges kriegen. Wäre doch schon mal wünschenswert. Gut, wenn es ein bisschen länger dauert jetzt hier im Kampf, egal, Hauptsache ich werde nicht getroffen. Ich könnte dann im Prinzip auch schon den Ring austauschen. Wenn wir dann eh schon so mehr Schaden machen. Ich finde das auch cool, dass das jetzt auf jeden Fall, gut, das ist schon ein bisschen länger so, dass die alle so unterschiedliche Farben haben mit diesen Umrandungen. Könnte man nehmen. Ist, glaube ich, auf jeden Fall stärker. Die Reichweite ist halt das Problem. Greift dafür zweimal an. Ich nehme jetzt auch den Ring. Ich finde das auf jeden Fall super, dass man hier schon eine Shortcut-Leiste hat, dass man direkt... Aber ich kann die hier nicht hin und her schieben. Das wäre natürlich auch super, wenn ich die hier direkt noch hin und her schieben könnte. Da bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr ins Inventar großartig gehen. Gut, und um die Reichweite mache ich mir jetzt auch erstmal keine Sorgen, weil am Anfang ist es halt noch gar kein Problem. Wir haben jetzt 4 Bomben, da haben wir eine goldene Truhe. Ich würde sagen, dann nehmen wir lieber noch ein paar Bomben für den Moment. Weil ich will jetzt nicht den einen Schlüssel, den ich habe, dann dafür schon raushauen. Da hätten wir schon direkt einen Shop. Und, 10 Gold, ne? Muss ich nicht mehr zu sagen. Das ist natürlich auch sehr nett hier. Nahkampfwaffen bis zu Level 4. Das heißt, das würde ich mir dann auf jeden Fall aufheben. Gut, was haben wir hier? Ninja Dagger, Spore Flay, Poison. Das ist halt auch alles gut. C und D, E und C. Crit Multiplier, toll, dann hätte ich Crit nehmen müssen. Hat halt auch ein bisschen Reichweite. Stamina Recovery on Hit, ja, das ist natürlich auch super. Hat zwar 4 Sekunden Cooldown, aber das ist für so einen Nahkampf gar nicht mal so blöd. Aber ich mache das jetzt so und diesen ganzen Krempel können wir erstmal so lassen, würde ich sagen. Da wird es Stärke geben oder Infusion. Ich nehme jetzt erstmal hier Infusion. Werde ich mir dann aber... Kälte. Ja, Kälte ist so ein bisschen nicht unbedingt verkehrt. Aber gerade jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, hätte ich gerne lieber irgendwas, das wirklich großartig meinen Schaden erhöht. Ein Schrein oder ein Schlüssel. Wir haben nur einen Schlüssel. Ich nehme jetzt nochmal einen Schlüssel. Solange diese Schreineffekte nicht permanent sind, sind die mir dann halt auch nicht so wichtig. Gut, dann machen wir jetzt aber mit Stärke weiter. Weil ich hätte dann noch gerne sehr bald auch noch wieder ein Trade. Das passt jetzt leider nicht so ganz. Ich will gerade noch mal ganz kurz schauen. Das hat dann... Macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber wir haben Poison. Ist halt die Frage. Einen Ring würde ich jetzt auch nicht austauschen wollen. Gucken wir mal. Ach, Herr Jemine. Einzeln macht das halt nicht so viel Schaden. Der Schaden kommt halt wirklich über Poison-Stacks ein bisschen. Muss ich halt gucken, dass die dann da auch immer drauf sind. Verdammt. So, E und C, Winged Bow.
Könnte man erstmal nehmen, hat ja auch Stärke und Dex und wir haben ein bisschen Reichweite und ich habe jetzt auch schon ein bisschen kassiert. Wobei, wie viel Schaden macht er denn? Ja, knapp 300, hat aber eine Range von 160. Gut, Heilung ist schon mal eine nette Sache, auf jeden Fall. Und die sind halt auch zielsuchend. Bloodchest, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe zu wenig Herzen für solche Scherze. Für den Moment. Ich bräuchte sowieso ein bisschen mehr. Also ich muss gucken, dass ich Herzen bekomme. Dann muss ich gar nicht großartig auf Attack Speed gehen. Feuer. Feuer ist auf jeden Fall schon mal nicht so verkehrt. So, die packen wir aber mal. Doch, die packen wir mal so hin. Hier gibt es nochmal Stärke. Dann kriegen wir auch einen neuen Trade. Dann nehmen wir das doch direkt. Oder hätte ich doch Crit nehmen sollen? Ich weiß nicht. Also ich würde eher Crit dann schon in. Na gut, das macht jetzt auch nicht so den Unterschied, ne? Ich weiß nicht, der Schurke oder so hat ja ein bisschen mehr Crit. Jedenfalls die eine Klasse, die mehr Crit hat. Sehr viel mehr Crit. Ich glaube, irgendeine Klasse hat da 15%. Dafür würde ich das halt schon nehmen. Infusion Effects are permanent. Hallo. Ruthless. Ja, das wäre natürlich auch super. Vor allen Dingen dann die Sache mit Herzen, Attack Speed und jeder dritte Angriff. Ich nehm Fokus. Ich nehme Fokus und dann hauen wir uns die direkt da rein. Pornshop. Könnten wir schon direkt machen. Die Frage ist halt, was würde ich denn. Also auf jeden Fall gibt es immerhin 3 Gold für die Handaxt. Ansonsten. Ja, ne? Den Ring würde ich auch verkaufen. 5 Gold nehme ich auf jeden Fall auch gerne. So, und jetzt ist die Frage. Macht halt schon ein bisschen mehr Schaden, ne? Das Ding, doppelter Angriff, aber ich würde fast sagen, das verkaufen wir dann auch noch. Weil die Reichweite, die schmeckt mir nicht. Das würde ich erstmal noch behalten. Vielleicht. Obwohl das halt auch nicht so ideal ist. 36 Gold. Ich glaube, das können wir uns erstmal soweit sparen. Dann nehmen wir noch einen Schlüssel. Bomben haben wir genug. Muss vielleicht dann auch mal gucken, dass wir als Trade noch was bekommen, wo wir dann zwei Herzen mehr waren das. So, Blacksmith fällt erstmal flach. Auch weil so ein bisschen das Gold fehlt. Aber vor allem, weil ich jetzt noch nicht so die Waffe habe, wo ich sagen würde, hey, das muss ich unbedingt haben und nehmen. So. Taverne, nein, danke. Mehr Gold, Shop. Gut, wir haben 48 Bloodchests, würde ich halt erstmal komplett drauf verzichten wollen. Was haben wir denn hier? Ui. Plus 3 Strengths. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Und diese ganzen Tränke hier, Lack und den ganzen Schnickschnack. Dafür würde ich jetzt nicht das Gold ausgeben wollen. Power Potion wäre halt auch noch ganz nett, aber. Nee, ich spare mir das erstmal. Treasure Rock oder Random Potion. Ich glaube, ich nehme hier den Rock. Da können vielleicht auch nochmal. Gold oder Bomben werden da wahrscheinlich drin sein. Gold. Ja, nehme ich auf jeden Fall. Pass one to all stats. Oder random Range Weapon. Range Weapon ist jetzt nicht so mein Plan. Pass one to all stats ist jetzt auch nicht so verkehrt. Machen wir das erstmal so.
gerade wenn man auch nicht so eine tolle Waffe hat, wenn man ein paar Infusions zur Hand hat und kann die dann permanent machen, das bringt schon einiges an Damage. Kann man das zumindest so ein bisschen kompensieren. So, das hätten wir. Dann machen wir das Teil eben platt. Das sollte ja absolut kein Problem sein. Wir haben jetzt auch schon über 10 Stärke, das heißt 4 Herzen. Und so kriegen wir dann auch Attack Speed. Ich muss halt noch ein bisschen gucken, dass wir dann auch Stärke bekommen. Ist halt auch schon wieder so eine Traumwaffe von mir in gewisser Weise. Aber man muss nicht zielen, man kann sehr weit einfach weg sein. Und so wird man dann halt nicht getroffen. Okay. Gut, da hat sich jetzt nichts großartig verändert an den einzelnen Teilen. Ich will zumindest irgendeine Waffe mit einer Reichweite von... ich glaube so... wollte erst sagen 100, aber das Minimum wäre wahrscheinlich mehr so 80. Alles andere ist halt so ein bisschen... ich weiß ja nicht so... Schrein oder Random... ja gut, Random Potion. Dann nehme ich, glaube ich, lieber einen Schrein. Gut, von bei der Potion kann ich das natürlich so ein bisschen timen, wann ich die dann benutze. Schrein ist dann halt schon so aktiv. Was haben wir? Mehr Damage. Okay. Da kriegen wir Gold. Gold ist erstmal gar nicht so verkehrt. Muss man ein bisschen ein Auge auf die Bomben haben. Random Dice. Ich nehme einen Random Dice, glaube ich. Mit dieser Trade mit plus 2 Herzen und dann 2x6% Attack Speed noch oben drauf. Ist jetzt auch nicht so krass oder so toll, aber ist auf jeden Fall ganz nett. Okay. In Armories ist eine super Sache. Und in Shops. Ich glaube, ich werde mir das auf jeden Fall dann für eine... das Ding für eine Armory aufheben. Blacksmith nochmal würde ich jetzt immer noch nicht nehmen, auch wenn wir jetzt eigentlich genug Gold hätten, aber es hapert noch so ein bisschen bei der Waffe. Shop. Man könnte ja mal gucken, diese Random Potions, da bin ich halt auch kein Fan von, weil das kann halt sonst was sein. Crit Hit Multiplier, das ist ja auch super, das ist ja fantastisch. Hornhelmet ist relativ günstig. Bonus Range Damage. Ja, super. 3 bis 4. Es ist halt, kostet halt auch nur 14 Gold und wir haben noch keinen Helm. Würde ich halt eher nehmen als so eine Baseball Cap. Gut, würde ich jetzt auf Dex gehen. Dann plus 250 ist aber schon ordentlich. Ich glaube, ich nehme den. So. Gut, dann mehr Stärke. So. Aber ich muss dann halt schon durch die durchdashen. Alchemy Stash würde ich, glaube ich, eher nehmen als Golden Chest. Ja, okay, von daher ist der Helm. Ich dachte jetzt irgendwie, ich habe das verwechselt mit diesem Helm, der dann so Lightning an irgendeinen zufälligen Gegner macht. Verdammt. Luck. Luck. Damage. Gut. Dann hauen wir uns mal Luck rein. Und Random Body Armor. Plus one to all stats. Das hier kann ich halt auf jeden Fall gebrauchen. Ich hätte halt plus 25% Melee Damage ist halt auch nicht so verkehrt. Ich bräuchte dann halt noch die passende Waffe dafür. Verdammt.
das macht das halt schon um einiges einfacher. Wenn man am anderen Ende des Raums stehen kann. Das ist jetzt ja auch alles wieder sowas. Beef, ja, wäre super, ne? Aber ich brauche halt die Waffe dafür und ich habe da noch nichts für. Ich könnte das natürlich jetzt nehmen, weil ich das ja auch eigentlich machen möchte. Aber nachher stehe ich dann da und habe nichts davon. Weil wenn ich das jetzt nehme, bringt mir das nichts, weil ich halt... Naja gut, ich habe den... Na gut, mit dem Bogen hat ja auch... Skaliert ja auch mit Stärke, deswegen... Movement Speed ist halt schon super. Aber das ist die Sache mit Attack Speed. Weiß ich, würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Ich guck mal, was es noch so gibt. Adrenaline ist halt schon eine nette Sache. Würde ich halt eigentlich immer nehmen. Es gibt halt so bestimmte Sachen, die eignen sich quasi dann für Stärke, Dex und Int. Und dann halt wieder so Sachen, die sind halt sehr speziell. Und wenn man dafür noch nicht die Voraussetzungen wirklich hat, dann würde ich eigentlich eher, eigentlich schon immer davon abraten, wirklich zu sagen, okay, ich mach das jetzt oder ich nehme das jetzt, weil, ja, dann am Ende steht man da und man bekommt nicht das, was man haben will. Willkommen im echten Leben. Base Melee Damage. Das ist halt ein Ring. Gut, den kann ich verkaufen. Ich sehe es mal so. Equipment Item. Ah, Stärke ist halt schon. Ich guck mal. Warum nicht? Und. Potion Effekt. Toll. Labor Kittel. Armory, jawohl. Rare Weapon, da würde ich dann eventuell auch schon den Würfel benutzen. Crit Hit Multiplier, Full Auto Crossbow, das ist halt auch alles wieder. Ja, glaube ich, würde schon direkt sagen, wir nehmen jetzt mal das hier und dann haben wir hier diese olle. Den ollen Snow Launcher. Das sind aber auch alles wieder so Sachen. Nob Twiddler. Plus 1000 Bonus Damage. Was ist denn da los? Range 35. Ja, genau. Ja, gut, ne? Das ist halt alles Crossbow. Silverbow. Ich nehme jetzt mal das Ding hier. Ganz ehrlich, ich nehme das Ding, weil ich glaube, das hatte ich noch nie. Gucken wir mal. Wie sich das so schlägt. Das sind jetzt aber auch irgendwie nicht die richtigen Gegner für sowas. Gut, das ist halt schon eine nette Sache, wenn man dann da steht und... Ja, bis zu einem gewissen Punkt ist das eine super Waffe, glaube ich, aber dann fällt das später sehr weit ab, weil plus 1000 Damage, wenn man die sehr früh im Spiel bekommt, dann ist das natürlich entsprechend stark. Kommt natürlich darauf an. Jetzt gegen diese Gegner hier ist es, glaube ich, nicht so toll. Die Frage ist halt, haben wir einen Warrior Stash? Ich könnte natürlich gucken. Oh, ein Herz. Ja, super Sache. Und ein Warrior Stash. Dann lasse ich die Stärke erstmal Stärke sein. Ich habe ja auch plus 3 gekauft. Also von daher, glaube ich, kann ich mir das schon mal erlauben, einmal auszusetzen. Ein, zwei Mal. Und... Claymore. 40. Das soll bis heißen, oder? Und nicht minus 150. Claymore, ja. Claymore. Ich glaube. Den Ring schmeiße ich raus. Claymore nehmen wir mit. Shop oder Schlüssel. Nehmen wir mal Shop, so. Können wir Schlüssel kaufen, ja, super. Heilung würde ich... Ja, könnte ich nehmen.
Mache ich jetzt aber nicht. Dann haben wir einen Schlüssel, dann haben wir hier noch einen Warrior Stash. Und dann gucken wir mal. Ich finde diese Animation von diesem Schwert hier echt irritierend. Weil es halt so viele sind. Oh, Paladin Armor. Wäre natürlich gut, was so die Verteidigung angeht. Ich schmeiß mal das raus. Das nehmen wir mal mit. Dann hätten wir auf jeden Fall Armor. Herzcontainer würde ich dann halt auch direkt nehmen. Wie machen wir das denn jetzt? Ja gut, machen wir das so. Bei dir sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Und ja, ich weiß, wenn man in den Raum kommt, direkt dashen und so, ne? Nicht so, dass ich das vergessen hätte, ich mach's mal. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Oh Gott, ja. Na komm schon. Also die Waffe ist schon okay, aber ist halt nicht so mein Fall. So, dann würde ich gerne mal ganz kurz gucken. Hier Offensive. Gut, 6%, 200%. Attack Speed 140%. Das ist doch schon mal ganz okay. So, Infusion wäre natürlich super, wenn wir noch eine andere Infusion bekommen würden. Aber dadurch, dass wir schon zwei haben, ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht so hoch, dass wir jetzt noch irgendwie eine andere bekommen. Aber das wäre natürlich super. Sowas wie Poison. Ich glaube, ich nehme hier echt wieder den Bogen für die Gegner. Lightning. Ja, Lightning ist auf jeden Fall sehr gut. So, nehmen wir das. Armory. Wenn ich jetzt hier Potion nehme, Luck, dann hier reingehe, dann kriegen wir Swift Blade. Speed Boost on Hit. Macht halt 481 Damage. Firefang, Burn, Amazon Spear will ich halt mal so gar nicht. Also wenn, die Reichweite von dem Ding ist natürlich auch wieder super. Ich glaube, ich nehme jetzt mal noch so einen Bogen. Ja. Nochmal Infusion oder halt Dex. Dex haben wir jetzt 6. Ich nehme jetzt erstmal Dex hier. Wir brauchen auf jeden Fall schon so 10 Dex oder irgendein Trade, wodurch wir dann mehr Stamina haben. Arcade. Nein, danke. Dann nehme ich lieber Bomben. Poison als Infusion wäre natürlich mit diesem Bogen auch nicht so verkehrt. Dadurch, dass der halt 3 Pfeile verschießt, kriegen wir dann auch 3-mal Poison da drauf. Wir haben 48 Gold, ja super. Für Taverne ist das jetzt irgendwie nicht so toll. Ist halt ein bisschen schwierig, mit dem Ding zu treffen. So, Stärke, wir haben fast 20, das heißt, wir haben auch 62 Gold, das heißt, ich mache jetzt erstmal damit weiter. Also, ich sag ja immer generell was gegen Cold, aber für bestimmte Gegner ist Cold natürlich schon super. Je schneller ein Gegner, desto mehr lohnt sich dann halt wieder Cold. So, wir können mal bitte noch was verkaufen. Und zwar, auf jeden Fall das Teil hier. Gibt 12 Gold. Dann auf jeden Fall den Bogen. Nochmal 5 Gold. Und diese anderen Sachen. Ich. Ja, komm, ich verkaufe das Ding. Claymore.
behalte ich erstmal. Und die Damage. Wir haben halt den. Ich kann im Prinzip das Ding schon mal anziehen. Und ich glaube. Ist halt die Frage, behalte ich die Rüstung? Ich verkaufe die jetzt mal. Ich glaube, ich hätte die vielleicht dann eher behalten sollen, aber ich habe es jetzt halt so gemacht. Was soll's? Gut. Mehr Stärke. So, was würde denn da jetzt noch gut passen? Irgendwas zu verteidigen. Vitality! Und das wurde ja auch, okay, das wurde auch geändert. Das war vorher, glaube ich, nur plus 2 Herzen. Jetzt stellen wir ein Herz wieder her, wenn wir Schaden bekommen haben. Ah. Das nehme ich dann mal mit. So. Dann haben wir jetzt 153%. Attack Speed von 4,6. Bin ich auf jeden Fall dabei. Wir haben auch keinen Schlüssel mehr. Das heißt, dieser Bogen wird langsam zu einem Laserstrahl. Random Offhand. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, theoretisch schon. Das Problem ist nur, das Ding ist Bogen, Zweihandwaffe und so, ne? Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Natürlich bei ihm hier auch nicht unbedingt so praktisch mit dem Ding. Ja, wie gesagt, ist halt etwas ungenau. Ach, verdammt. Muss halt zu nah an dir dranbleiben. Obwohl, das ging ja noch. Gut. Magic Damage. Ich kann es auf jeden Fall verkaufen. Sehen wir das mal positiv. So. Ich traue mich halt nicht da so durchzudashen oder drauf zu dashen, wie auch immer, mit dem Helm dann Schaden zu machen. Okay, das haben wir auch geregelt. Alles klar. Und Dex. Ja, Dex ist wichtig. Warrior's Dash ist erstmal nicht so wichtig. Gut, bei so vielen Gegnern, wenn es halt kleine sind, ist das gar nicht mal so ein Problem mit dem Teil. Weil irgendwas treffen wir damit sowieso. Solange die ungefähre Richtung stimmt. Gut, dann nehmen wir jetzt noch Stärke. Dann haben wir 20. Kriegen wir noch ein Herz obendrauf. So. Plus 3 Int brauche ich definitiv nicht. Mehr Armor. Ja, würde ich glaube ich eher nehmen dann als die Potion da. War das jetzt eigentlich? Das war auch mit Fire, ne? Wir haben auch Fire Infusion. Das beißt sich halt so ein bisschen. Noch mehr Stärke. Wir haben 2 Schlüssel. Das passt. Ich versuche auf jeden Fall irgendwie Richtung 30 Stärke dann zu kommen. Und eventuell noch mit einer vernünftigen Nahkampfwaffe.
Also so sollte man das eigentlich nicht machen. Dass man sich hinstellt und sagt, okay, ich will jetzt aber auf Stärke spielen. Egal, was ich kriege, ich ignoriere alles. Ich nehme hier nur irgendwas mit Stärke. Das ist eigentlich schon im meisten Fall zum Scheitern verurteilt. Ich weiß, ja, aber ich mach's trotzdem. Warum? Weil ich ein Trotzkopf bin. Cool, dann haben wir jetzt 11, das heißt, wir haben 3 mal Dash zur Verfügung. Seelen sind nach wie vor. Petete. Es kann auch nicht so schwer sein, eine vernünftige Nahkampfwaffe zu bekommen. So, für diese Kisten habe ich mir auch wieder so ein bisschen die Schlüssel aufgehoben. Also da ignoriere ich eigentlich mittlerweile die goldenen Kisten in der Regel, um einfach Schlüssel dann übrig zu haben hier für diese Kisten, weil da könnte ja wirklich was Vernünftiges drin sein. Giant Slayer. 30% mehr Schaden gegen Bosse. Ah, okay. Okay, ne? Also, ist aber auch wieder... Das ist auch schon wieder so ein Ding. Ach Mann, ey. Warum? So, Random Dice. Oder wir setzen hier auf mehr Stärke. Ich glaube, ich setze auf mehr Stärke. Und Giant Slayer ist jetzt für diese Ebene ehrlich gesagt auch nicht so toll. Könnte ich halt beim Tod dann benutzen, aber vorher weiß ich nicht. Swagger, nein, Gold Force. Das ist echt jetzt ein Trade für den Hornhelm? Triple Damage. Jetzt gibt's auch schon Trades für bestimmte Items. Okay, Ruthless wäre natürlich schon... Ich nehme das mal mit. So, Gold, Random Magic Weapon, das ist beides irgendwie nicht so das Gelbe. Vom Ei, ich nehme auf jeden Fall das Gold und bei dir hier bleibe ich dann auch beim Bogen. Weil es halt auch wieder hier um Reichweite geht. Und ich rede jetzt nicht von YouTube-Reichweite. Oh Gott, ja, ja, ja. Oh Gott, das war echt eine blöde Idee, dass ich mich da hinbewegt habe. Gott sei Dank habe ich genug Schaden gemacht. Ja. Okay, 141 Gold. Damit können wir arbeiten. Storm in a Bottle, bitte. Wenn ich einen Schlüssel kriegen kann, dann nehme ich einen Schlüssel als irgendwie... Gut, ich wollte gerade sagen, als irgendwas Random-mäßiges, aber mit den Schlüsseln kriege ich halt auch wieder Kisten auf. Wo halt irgendwas Random-mäßiges drin ist. Also daher 24 Stärke. Goldene Truhe, wie gesagt, nein. Verzichte. So, ein Shop. Können wir ja nochmal gucken. So, was haben wir denn hier? Es ist aber auch hier was mit Bögen. Hornet Ring, okay. Ja, Purging Stone könnte man... Ich nehme mal einen mit. Sicher ist sicher. Ranger Stash, ja genau, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Cannot reroll Special Rooms and Fixed Rewards. Wäre super, wenn man irgendwie so einen Bossraum wegwürfeln könnte. Ein Schrein oder ein Event. Ich nehme jetzt mal, wir hatten noch gar kein Event. Hallo. Council of Rats. Okay. Hallo. Ja, ja, Stärke. Ja, ja, das ist aber echt eine Menge Text. Plus 5. Das ist auf jeden Fall
nett. Gut, wenn ich halt... Ja, wie machen wir das jetzt? Ich könnte das Ding schon nehmen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen... Ich schmeiß das Ding einfach raus. Das nehmen wir mit und dann passt das. So. Würfel oder Stärke? Wir haben 25 plus 5. Das ist eigentlich ganz okay. Aber ich habe jetzt eh keinen Platz für irgendwie noch einen Würfel. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also, wenn man halt diese Dinge einsammeln muss, blockieren die ja im Prinzip dann auch nur wieder Inventarplätze. Wäre es dann nicht ein bisschen besser, dann nochmal zwei Inventarplätze jetzt vielleicht dran zu hängen? Nur mal so ein Gedanke. So Cursed Shrine. Nehmen wir mit. Warum auch nicht? So, was hätten wir denn hier? Attack Speed um 10%. Minus 1 Bomb Pot. Okay, damit kann ich auf jeden Fall leben. Das müsste ich jetzt auch nicht großartig hier entfernen. Zum Verkaufen habe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Ranger Stash ist jetzt aber eigentlich auch nicht so das, was ich gerne hätte. Bomben brauchen wir nicht. Gucken wir mal. Flamerang. Nee. Ich habe auch so keinen Platz mehr. Ich dachte erst, okay, könnte ich mitnehmen für den Power Shop, um das verkaufen, aber. Nö. Boots fehlen noch. Dann machen wir das so. Bei ihr hier könnte das halt auch ein bisschen schwierig werden. Eigentlich ist sie auch nicht so langsam und auch relativ klein. Um mit diesem Bogen dann zu treffen, wobei es geht eigentlich. Halbwegs. Jetzt juckt meine Nase, was jetzt nicht so praktisch ist. Ach komm, ja gut, wie gut, dass ich das gekauft habe. Verdammt! So. Passt aber alles soweit. Was haben wir hier? Packleg, Boots. Ja, ne, das ist halt schon okay. Also 10% pro Gold. Ja, warum nicht? So, defensiv. Worunter fällt das denn? Movement Speed 7. Oh, 10% minus 10% Stamina Recovery Speed. Aber ich kann jetzt... Wie funktioniert das denn? Wenn ich jetzt hier Dingens benutze? One Stack. Okay, ich kann aber nicht sagen, welcher das dann ist, oder? Entfernt wahrscheinlich den ersten, würde ich mal drauf tippen. Ich benutze das jetzt einfach. Ja. Das war der erste. Okay, gut. Dann hätten wir das geklärt. Und wir haben 26 plus 5. Machen wir mal weiter. Ich brauche sowieso noch hier Stats.
aufs Maximum zu kommen. Das ist halt so blöd, dass ich hier keine vernünftige... Oh, hallo. Nahkampfwaffe bekomme. Rift Wand. Was der genau macht, keine Ahnung. Dragonslayer Bow. Okay, könnte man nehmen. Hiking Rocket Launcher. Oh, hallo. Ich glaube... Ja, das könnte durchaus funktionieren. Nehmen wir mal auf jeden Fall noch Dex mit. Einfach alles wegsprengen. So, Event. Ein Crystal Pine brennt. Cold Infusion. Ja, toll. Das brauche ich aber eigentlich auch nicht. Ich meine, es bringt mir ja nichts. Ich habe ja schon Cold Infusion. Machen wir das so. Ist im Prinzip eh egal. So, noch mehr Stärke. Also damit muss man auch nicht zielen. Da muss man nur kurz warten. Hier suchen und so. Ach ja, das Teil ist echt schon toll. So, Sharpshooter. Hornhelmet, nein. Das ist. Haben wir nicht noch irgendwas anderes? Das wird da so gut passen. Wir haben eh nichts mit Crit. Dann können wir das auch auf 0 senken. Dann machen wir noch mehr Schaden mit jedem dritten Angriff. Das kommt eigentlich ganz gut in Verbindung mit. Mit das dem hier, Ruthless. Und dann können wir nochmal gucken. Dass wir dann vielleicht hier irgendwas noch entfernen. Ja, Brawler eventuell dann. So, plus 3 Stärke. Das ist auch jetzt schon das Maximum. Aber wir haben sowieso 2 Schlüssel, wollte ich sagen. So, Taverne, gucken wir mal. Und wir haben hier dich, alten Sack. Da haben wir den Ritter, da haben wir dich in der Krankenschwester. Bei dir war das wieder was mit Waffenverzauberung, ne? Ich würde gerne mal kurz gucken. Plus 20 Damage, das würde dann wahrscheinlich, das wird dann eh geändert werden. Ha! Machen wir mal das so. Das Gute ist natürlich auch, jeder dritte Treffer macht doppelten Schaden und wir haben hier immer 3 Schüsse. Attack Speed. So, Dex ist jetzt auch nicht mehr so... Ja, gut, Random Potion. Ich habe hier plus 20% Damage für 10 Räume. Und alles andere ist, glaube ich... Ich könnte jetzt im Prinzip auch noch eine Waffe raus... Ja gut, dann... Und die fliegen halt auch echt lange. Die drehen dann auch nochmal komplett um und fliegen zurück. So, dann können wir das mal nehmen. Dann hebe ich mir den nochmal auf. Und dann haben wir hier... Gut, Seelen sind halt Seelen. Das ist halt schon... Das ist schon wieder so ein bisschen lächerlich. Ach ja. Wenn man keinen Skill hat... Da muss man einfach nur die dicken Waffen auspacken. Dann passt das schon. Big Chomper, nö. Und wir machen natürlich das hier. Wo nehmen wir auf jeden Fall mit? Dann kann ich das da noch austauschen. Du. Es geht nicht so. Hallo. Also mit dem Ding ist das hier schon eigentlich schon zu einfach. So, jetzt haben wir das Teil. Und dann würde ich sagen,
Ich hätte auch noch warten können, aber gut, ich tausche das jetzt schon aus. Und wir haben Stamina, wäre natürlich ganz nett. Brauche ich denn so viel? Ist die große. Ich habe nicht so viel, ne? Also, es wäre schon. Ach komm, wenn schon Schaden, dann richtig Schaden. Damage. Ja, toll. Damage-Bonus vom. Ja, gut, das gibt noch ein bisschen was obendrauf, aber. Oh, Quick Load. Ja, Quick Load, natürlich. Oh mein Gott. Das ist ja super. Jetzt brauche ich garantiert keine andere Waffe mehr. Jetzt brauche ich nur noch Blacksmith, um das Ding upgraden zu können. Dann bringen wir das auf Stufe 4 auch. Und Curse-Schwein nehme ich jetzt nicht mit. Mein Gott, hat das jetzt Reload. Gold. Ja, Gold brauchen wir nicht. Ja, nee. Nee, brauchen wir nicht. Und das Beste ist halt auch wieder mit, ich muss mit dem Ding nicht spielen, sondern einfach nur draufhalten. So, Waffen brauchen wir halt nicht. Und das hat halt auch noch einen Explosionsradius und gar nicht mal so klein. Ja. Passt, ne? Würde ich sagen. Und ich krieg halt durch den Explosionsradius oder Explosionsschaden nicht selbst Schaden. Das ist schon mal super. Violent Mini-B. Ja, nee. Nee, nee, nee. So, wir haben noch einen Schlüssel. Obsidian-Chest haben wir hier noch. Warum nicht? Gucken wir mal. Und da haben wir auch einen Blacksmith. Das läuft ja gerade super. Movement Speed. Ich weiß ja nicht. Ich werde auf jeden Fall das Gold ausgeben. Ich nehme jetzt mal die Schuhe. So. Dann, hallo, Upgrade. Nein, zu schnell geklickt. So, Upgrade. Und. Ach, verdammt, nee, das geht ja da. Ah, ja, stimmt, das ist ja nur für Nahkampfwaffen. Mein Fehler. Okay, so, dann sind wir jetzt bei 7474 Schaden pro Geschoss. 0,76 Sekunden Reload. Range von 480. Okay. So, das nochmal reparieren. Hier nochmal im Shop gucken, da kriegen wir, können wir nochmal Decks kriegen. Die brauchen wir nicht. Holy Infusion. Was macht das genau? Wir haben noch 92. Gut, das kann ich im Prinzip auch schon nehmen. Das hauen wir uns rein. Das nehme ich dann auch noch. Und dann haben wir da noch einen Pawnshop. Verkaufen brauche ich das im Prinzip auch nicht. Bomben brauchen wir auch nicht. Na super. Okay, dann gucken wir mal. Hallo, mein Freund. Ja. Verdammt. Ja, das sollte. Ich bin vielleicht ein bisschen zu sicher, aber das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Ja, okay, Easy Mode, ne? Das ist echt Easy Mode. Okay. Was lernt man daraus? Also, wenn man so Sachen hat wie. Quick Load lasse ich jetzt mal außen vor, aber so Sachen wie zum Beispiel, ja,
generell hier Fokus lasse ich jetzt auch eher raus. Adrenaline ist natürlich super. In Kombination dann noch mit Rocket Launcher sowieso. Vitality lasse ich auch außen vor, aber Ruthless und Resolute Technik in Kombination hier mit Adrenaline, die drei Sachen, das ist quasi in Kombination mit dem Rocket Launcher. Da hat man auf jeden Fall was zu lachen. Das lief ja dann doch noch besser als erwartet. Ganze Zeit mit Bogen unterwegs. Aber das Teil, also sobald ich einen Rocket Launcher sehe, nehme ich den mit, wenn ich dafür die Stats habe. Gut, das lief ja wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.